seinem gefühlvollen Auftritt bei der SDS begeisterte Karl Jeroboam, 30, nicht nur die Zuschauer, sondern auch Chefjuror Dieter Bohlen, 66, der sogar seine goldene CD zückt. Doch nun wird die Teilnahme des TV-Favoriten von gesundheitlichen Problemen überschattet. Auf diesen Moment haben die DSDS-Fans seit Beginn Staffel gewartet. Am Samstag, 6. Februar, vergab Dieter Bohlen endlich seine goldene CD. Nach seinem Gänsehautauftritt zum Song Bruises von Luis Capaldi wird Karl Jeroboam von den Zuschauern bereits als neuer Superstar 2021 gehandelt. Das Zeug dazu hätte er definitiv. Doch nun wird seine weitere Teilnahme von gesundheitlichen Problemen bekannt. Karl und seine Familie sind in großer Sorge, wie er jetzt im Interview mit RTL. Nach der großen Euphorie über die goldene CD von Dieter Bohlen, wurde der 30-Jährige nun schneller als gedacht wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. In seinem Hinterkopf hat er eine Beule entdeckt und noch ist nicht klar, worum es sich dabei genau handelt. Die Ärzte konnten bisher noch keine Entwarnung geben. Ein MRT, welches für die kommende Woche angesetzt ist, soll nun Klarheit bringen, ob es sich um eine bösartige Veränderung. Bis dahin möchte sich Karl allerdings nicht verrückt machen. Wir hoffen das Beste. Ich bleibe positiv. Das hoffen wir auch und wünschen dem DSDS-Kandidaten, dass sich alles zum Guten.